Ja, hallo liebe Freunde, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Subsistence und LP Schmiede und dem Mr. Chaos, Leute. Ja, wir haben jetzt mal ein paar Premium-Pfeile gebaut und ja, wir wollen mal gucken, wen wir damit abschießen können, ne? Also unter der Beschreibung steht geeignet für die Jagd auf Großwild. Ja. Wir haben größere Reichweite und mehr Schaden. Also Elche, denke Ja. ich mal, ne? Und Tiger, ne? Elche und ja, Tiger und Bären und Oh, wir haben keine Tomaten mehr. Ist alles leer oder was? Was ist hier denn los? Oder ist hier noch was in der Kiste? Oh, da sind noch fünf Leute, Gott sei Dank. Oh, ich habe ja gar nichts mehr, Mensch. So, was ist hier denn los jetzt mit den Beeten? Ja, Freunde, ihr seht das, wie kaputt das Haus so alles ist. Also die ganzen Sachen, ne? Wenn man nicht da ist, ne? 2 Tage. Aber ich bin auch gerne mal draußen mit dem Möwe zusammen und erkunde und sowas, ne? So, also wir haben wieder viel vor, Leute. Wir haben jetzt erstmal Premium-Pfeile gemacht, weil die keinen Strom kosten tatsächlich. Ich war ganz überrascht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zweimal die Ressourcen für Solaranlagen hier. Zweimal können wir welche machen. ich habe die ganze Nacht mal hier ein bisschen gebraten, Du bist den ein ganzen Fisch Spatz. gebraten. Ein Schatz, du. Also, wenn ich eine WG aufmachen wollen würde, würde ich mit Möwe zusammenziehen. Ganz ehrlich. Der ist ja sowas von fleißig, ne, Freunde? Warte, ich muss mal eben die gekreuzigten Finger von meinem Rücken nehmen. So. Du. Nein, die Möwe ist schon in Ordnung, Leute. Früher hat er schon gerne gekocht, ne? Auch wenn die Mayo und der Ketchup danach an den Tapeten hingen. Aber es war trotzdem lecker. Ne? Kannst dich da noch dran entsinnen, da? Ah, Ketchup-O-Mayo-Schlacht. Aha. Mit Marcello zusammen. Danach die Pfanne wieder, ne? Dann durchs Klofenster eingebrochen, weil abgeschlossen war. Oh Gott, Leute, was wir alle schon erlebt haben, ich sage euch das. Ach, Gottchen, Gottchen, Gottchen. Gut, Freunde, ihr seht selbst, das Wetter ist scheiße. Wir haben immer noch April, 2 Grad. Ich habe die Jacke an. Und, ja. Sieht schick aus, das Teil. Ich finde ich richtig geil. Das So, das haben wir, das haben wir, das. bedeutet nämlich, Leute, dass wir jetzt die beste Ausrüstung haben. Es kommt nur noch, die Kampfausrüstung dazu. Also vom normalen Klamotten, ne, haben wir eigentlich alles. Jetzt kommt nur noch die Kampfausrüstung. Mehr gibt's dann nicht. Zum derzeitigen Standpunkt hier. Das wäre der Helm, Freunde. Wir haben leider kein Cappy oder irgendwie sowas, ne? Sondern man kriegt jetzt einen Helm. Richtig ist dann noch eine Kampfweste und dann sind alle Slots hier belegt. Seht ihr das? 2 Slots noch. Und das sind die Kampfsachen, ne? Ja, die machen wir aber auch noch. Aber erstmal müssen wir die Möwen eine anständige Jacke verpassen, ne, Freunde? Dafür brauchen wir Federn allerdings. Und das ist immer das Problem. Ihr kennt es selbst, ne? Oder was hast du dazu? Ja, Freunde, auch das Seufzen sagt euch eigentlich alles, ne? Nee. So, wir müssen zusehen, wir müssen Wettbewerb bleiben, Leute. Wir müssen unseren Stromhaushalt hier pimpen ohne Ende. Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich schon unterwegs. Ich suche Tiere, ich suche. Ja, wir haben Pfeile, ne? Wir können eigentlich große Tiere killen. Jetzt Bären und sowas alles, ne? Ich muss mal mein Essen nochmal regulieren. Ich habe gar nichts, Leute. Macht sich hier so fertig, Möwe hier, Alter? Hey, das ist ein Hast du ein dunkler Bart. Problem oder was? Wir kommen hier, Ich kommt hier. Ist das ein Premium-Pfeil oder was? verstehe. Nee, das war ein normaler, ne? Kannst du das Ja. wechseln? Wie geht das nochmal? Oh, tatsächlich, das sieht man aber. Das ist ein Premium-Pfeil, Alter. Das sieht geil aus. Also. Möwe, pass auf, da bin ich bestimmt instant tot bei dem Ding, ey. Aber wie war denn das nochmal? Das war rechte Maustaste und dann. Ja, ich weiß, rechte Maustaste auf das Symbol, ne? Okay, Genau. super, super, super. Ja, Freunde, ich will heute losgehen draus, auch wenn das Wetter schlecht ist, aber wir brauchen Benzin. Und das kriegen wir nur, das können wir nur aus Tiere rauspressen, ne? Deswegen Nö. wollen wir das mal eben kurz. Jetzt müssen wir mal immer dran denken, diese olle Tür hier zuzumachen. Ich habe keine Lust, dass hier uns immer die Sachen Ach, flögen stimmt, gehen. ja, du hast recht. Ich muss ja hier noch eine Tür bauen. Mein Gott, ey. Ich habe immer so viel vor, Leute, ey. Es reißt einfach nicht So, ab. immer auch bevor du rausgehst, mal immer die Haustür zumachen, wie du es zu Hause auch machst. Oder lässt du deine Tür auch immer offen stehen? Möwe! Freunde, ihr hört selbst, da wird wieder gemeutert bei der Möwe. Ja, ist ja so, Freunde. Also, hier ist immer alles offen. Wir sind Schreibt nicht. das doch mal in die Kommentare. Lasst ihr eure Haustür einfach aufstehen. Ich habe ja 2 Türen und die erste, die ist immer auf.
Ja, ist ja egal, aber trotzdem, man kann an der Öfen, man kann die Asche rausholen, man kann dies machen, man kann das machen, also so geht das hier nicht, ey. So können wir den Wettbewerb nur verlieren. Und er spielt alleine, Leute, das gibt's ja wohl gar nicht. A4. Wir spielen hier zu zweit und kämpfen uns hier einen ab und laufen hier jedes Mal durch die Wildnis, aber der läuft ja auch nie weit raus, also ich hab's außen gesehen. Ja, das stimmt. Jetzt wird es aber knapp hier, Alter. Wir müssen viel mehr Metalle abhacken und alles. Ey. Wir müssen nur ein bisschen Gas geben jetzt langsam, dass hier alles läuft. Ey. Nicht all Bohrer da, die verbrauchen voll viel Strom. Ey. Und fördern in einer Stunde da ein Metall. Ey. Das ist Quatschkram. Die sind gar nicht an. Na, außerdem ja, verbrauchen jetzt, die gar nicht Strom, Leute. Die sind... Natürlich. Nee, das ist alles hier... die sind schon auf Maximum, du. Ja, natürlich. Aber wenn alles läuft... Dann bringt Maximum auch nicht, weil das an allen Quellen Strom verbraucht. Aber du sagst, dass das soll hier alles laufen, der Laden. Ja, aber das ist erstmal Priorität, wie gesagt, auf Strom. Genau, und das machen wir jetzt ja auch, ne? Und die Metalle und sowas müssen wir mal hier vom Berg runterholen. Ja, dann lass es mal eine Runde da, ne? Auf dem Berg direkt abhacken, meinst du, ne? Oder? Ja. Wir wollen ja sachlich bleiben, ne? Wir wollen ja sachlich bleiben. Er fängt schon wieder an hier. Ich. So, ich habe schon wieder jetzt die Ressourcen für was anderes gebraucht, weil du immer wieder neue Sachen in Auftrag gibst, Mann. Hä? Na, du hast doch gesagt, ich soll eine Tür bauen. Jetzt brauche ich erstmal eine Tür und dann können wir wahrscheinlich eine Solarzelle weniger bauen. Hallo. Hey, Baby. Jetzt kann man erstmal die Haustür zumachen und mal die Tür kann man da später reinbauen. Eigentlich reicht das auch, wenn wir die Haustür zumachen, dann passiert da auch nichts. Jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich schon eine Glastür gebaut. Unseren Sommergarten. Das Ding ist falsch, ne? Ich habe das falsche Ding gebaut. Leute, scheiße. Hoffentlich sieht das die Möwe nicht. Was mach ich denn jetzt? Was hast du gemacht? Nein, nein, das ist schon alles in Ordnung. Ach so, da steht's, zerlegen. Ja, dann müssen wir es zerlegen. Ja, Leute, ich hab doch da im, sag mal. Ich hab doch hier gerade eben auf diese Scheiße, wo ist denn das hier, ey? Da drauf und dann Tür ran. Da hab ich doch auch. Wieso geht das denn nicht, Alter? So, jetzt aber. Mewe, hab ich jetzt Ressourcen verloren? Mach keinen Scheiß, Alter. Machen Sie keinen Scheiß. Ey, wenn man was kaputt macht, verliert man dann Ressourcen? Na, eigentlich, naja, die kriegt man auch wieder dann, ne? Oder nicht? Oh, jetzt, ich wusste es wieder, ey. Ich kann es auch nichts machen lassen, Freunde. Der hört jetzt wieder. Das ist völlig konfus, die ganze Geschichte. Wo sind denn... Manometer, ey. So... Kennen wir ihn. Mewe, du hast gesagt, ich soll eine Wand bauen. Jetzt habe ich die gebaut, die ist voll teuer gewesen. Wenn du die falsch rumbaust oder was. Ey. Du musst aber vorher gucken, was du da machst. Mewe. Wo sind denn jetzt meine Metalldinger hin? Sind die auch verschwunden? Alter, ich hock kurz hier ab, Alter. Was ist hier los, ey? Hier gibt's keine Hühner, kein gar nichts, ey. Was geht denn hier ab, ey? Kein Hühner, kein gar nichts. Das sag ich ja die ganze Zeit. 10 davon. Aber dafür Wölfe bei der Kiste, das war wieder klar, ey. Das haben wir, das brauchen wir nicht mehr, weg damit. Okay, Leute, wir gehen raus. Also eine halbe Tür haben wir jetzt schon, ne? Aber wie gesagt, da ist irgendwie was kaputt gegangen. Also kannst du nur sagen, was du willst. Jetzt kann ich keine Solaranlagen mehr bauen. Wollen wir wetten, dass wieder alles kaputt gegangen ist? Dreck hier, ey. Das ist Subsistence, Freunde, ne? Doch, kann ich noch bauen. 14, 13, nö, da ist alles gut. Oh, Gott sei Dank. Gut. Auf in die Jagd. So, wir ziehen den Bogen, Leute. Wir müssen nämlich Fett suchen. Wir müssen jetzt Tiere töten, egal was da kommt. Wenn da große Tiere kommen, wechsle ich auf den Premium-Pfeil, ne? Und bei den kleinen Getier, da bleiben wir bei den normalen Pfeilen. Denn da habe ich auch noch 5 oder sowas. 14 sogar. Das ist nicht schlecht. Für meine Verhältnisse. Die Möwe hat meistens immer 30 Pfeile. Gar nicht. Du musst auch momentan mal... Momentan habe ich fast gar keinen Pfeil hier. Du musst auch mal Tiere suchen gehen, du.
Ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich hier mal ein paar Metalle und alles und Hühner und sowas alles finde hier. Hühner und so sind alles momentan ein bisschen wichtiger hier. Dass mal ein paar Pfeile und sowas wieder alles an den Start kommt. Yep. Freunde, da ist ein Bär. Hast du schon mal im Premium-Pfeil auf den Bär geschossen? Nö, bisher nicht. Aber man könnte ihn auch zur Wohnung locken, ne? Und dann mit der Axt machen, das ist günstiger, Leute. Da oben ist Metall, das brauchen wir auch. Gibt auch schon noch andere Objekte, wo man das mal dran testen könnte. Nee, wer? Du meinst Vaskan oder was? Nein. Sterbende Sonne? Der ist ja ganz freundlich gesinnt. Gesonnen, meine ich, gesinnen. Was verspreche ich hier schon wieder? Ja, er hat schon wieder eine Knoten in der Zunge. Du meinst Cypher, ne? Aber der ist, wo ist der überhaupt? Ach, der spielt Red Dead Redemption 2 oder so. Habe ich tatsächlich gespielt, Leute, ne? Aber ich hab's zurückgegeben bei Steam, ey, das war mir dann... Ja, wie kann man das zurückgeben? Wusstest du das nicht, oder was? Wie zurückgeben? Kriegt man sein Geld wieder dann, oder was? Yep, du darfst bloß nicht länger als 2 Stunden spielen, dann kannst du es zurücktauschen. Na toll, du darfst nicht länger als 2 Stunden spielen. Ich denke auch, das nutzen bestimmt ganz viele aus. Ne? Ich habe eigentlich noch nie irgendwie was zurückgegeben, aber jetzt, also bei dem Preis und so, also das war nicht so mein Ding, Leute, sorry. Ich habe das genommen wegen Empfehlung und weil die Grafik so geil sein sollte, dass selbst jedes System gecrashed wird dadurch, ne? Aber bei mir lief das gar nicht so gut, also das war problematisch von Anfang an. Also das Spiel lief schon, aber das hat die Grafik nicht toll eingestellt und nichts, obwohl ich es auf Ultra gestellt habe. Das war ganz komisch alles. Bebe! Jetzt erzähl! Hast du schon viel Fett gefunden? Nee. Du, ich finde nicht mal einen Huhn oder so. So, ich hack hier jetzt das Metall ab, Leute. Das brauchen wir nämlich. Ja, wir brauchen auch wieder Metalle auch noch für Taucherflaschen und alles. Das stimmt. Aber auch nicht den Bohrer nehme ich. Wir sammeln hier momentan auch. Ne, die Bohrer sind aus. Einfach irgendwie alles. Ja, mache ich ja auch. Wir müssen. Ich habe schon 12 Eisen. Ja, Leute, wir müssen langsam Strom sparen, ne? Weil wir haben alle Sachen da, wir können es nur nicht bauen wegen Strom, ne? Das ist das Scheiße, ist das immer. Die Möwe hat ja auch nicht Unrecht, ne? Es ist ja wirklich so, man muss sich zuerst immer auf die Elektronik kümmern. Aber das Glastürchen da, was ich da gebaut habe, das sieht schon schick aus, ne? Das sieht schon schick aus, Freunde. Ja, also Premium Pfeil, 2 Schüsse, das ist ein Bär Level 1 auf jeden Fall. Weg. Boah, 2 Schüsse? Das ist geil. Wir brauchen ja 6 oder sowas, normale Pfeile, ne? Ja, aber dafür braucht es aber auch viel Ressourcen, um die Pfeile zu bauen wieder, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Aber die Pfeile sind schon geil. Ich finde das... wie viele, was hast du, was war das nochmal? Ja. So und so viel Metall und... Also Premium-Federn ist klar, dann brauchst du dafür Metall und, vernünftige Symptome. Klebstoff brauchst du dafür, ist auch scheiße. Ja, dafür findet man auch, vor allem die Rehe da zu jagen, das ist auch nicht so einfach. Willst du ein Reh abschießen? Der braucht nur einen Pfeil dann, ne? Ja. Denke ich mal. Gut, aber wenn du da so viel Ressourcen brauchst, um das da irgendwie zu managen, ist natürlich auch echt ein bisschen Mist, ne? Ja, also mit den Premium-Pfeilen, um das wieder rauszukriegen, müsstest du dann schon so ein Viech mit Geweih halt killen, weißt du? Weil die Zahnpasta braucht man dafür. Ja. Also die Federn so ist okay. Wir haben noch 50 oder über 50 Leute, aber die zusätzlichen Ressourcen, das ist immer Quatsch, ne? Ja. Und dann ist auch so viel, Alter. Das ist ja auch noch das Problem. Für einen so einen Fall brauchst du 4 andere Ressourcen. So, hier ist das blaue Zeug, das brauchst du, glaube ich, für die Taucherflaschen immer, ne? Ja. Aber ich habe noch nie einen Huhn oder sowas gesehen, obwohl ich schon sehr weit gelaufen bin, Leute.
Aber ich wollte eigentlich echt die Solarzellen heute schaffen, ne? Es ist nur Strom, ne? Wir brauchen nur Benzin. Und Masse, das schaffen wir nicht. Shit, Masse brauchen wir auch ganz viel. Ich probier das mal aus, warte mal. Eli, komm mal her. Auch fett. Oder gibt's denn nicht irgendwo einen Elch, Mann? Da ist ein Huhn da hinten. Mal wechseln jetzt, ne? Man kann ja auch im Kampf wechseln, die Pfeile, weißt du? Ja? Ja, er hat gerade Bolognese gegessen mit scharfer Nudeln, deswegen, ne? Mit scharfer Nudeln, was rede ich denn da schon wieder für Zeug? Dass du da auch nichts zu sagst, ne? Zu dem, ich wollte mal gucken, ob du selbst drauf kommst. Zu den verbalen Ergüssen, die hier manchmal von ne? stattfinden, Freunde. Ihr hört selbst. Hauptsache, wir bleiben mal verbal, Freunde. Oh Gott, ey. Ja, Freunde, jetzt geht's aber wieder los hier, ne? Oh, ich glaube, ich muss mir mal die Hände waschen. Ja, Mensch. Ich habe doch hier einen Huhn gesehen, Leute. Ich bin doch nicht verrückt. Nein. Na gut, das sind aber Turbohühner. Die hauen immer so schnell ab, ne, teilweise. Also da hinten ist ja auf jeden Fall ein Hühnchen. Die haben Düsenantrieb, die Hühner, ne? Leute, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich weiß ganz genau, wie schnell Hühner sind. Oh, da verschwindet das einfach vor meiner Nase. Was soll das denn? Ich hätte gerne nochmal einen Elch oder so. Ach, Hühnchen, wo bist du? Da. Oh, es lebt. Müssen wir das natürlich mitnehmen nach Hause, ne? Ja, wieder kein Platz. Oh ja, genau, der gleiche Kram wie letztes Mal. Aber das geht mir so auf den Sack, dass ich nie Platz habe hier, ne? Oh, ich bin auch. Mein Inventar hier ist auch absolut full cool. Ja, und dann braucht ein Huhn nicht zwei Pfeile sogar, ne? Wenn das wieder rausfliegt und wegrennt, ey. Klack, klack. Ja, Freunde, so ist das. Irgendwie hier hat schon wenig Erze hier unterwegs. Geht so auch nicht. Ist genau daneben noch ein zweites Huhn gewesen, Leute. Ich sag's ja immer wieder, wie hier, du. Ja, was mach ich jetzt weg? Ist echt blöde, ne? Scheiße, dann schmeiß ich die Leber weg oder was? Kack hier, ey. Nee, warte mal, ich mach Benzin daraus, ne? So. Ja, jetzt habe ich einen Platz. Hopp, komm her, hier, du. Was hast du denn, hä? Nix. Will man hier groß Sammeltour gehen und die Tasche ist schon wieder voll, ne? Also man kommt wegen der Tasche schon gleich weit. Ja, also das finde ich ja richtig toll da. Was denn? Ja, dass du so engagiert bist und ganz viel Fett mit nach Hause bringst. Du hast noch nicht ein Stück Fett wahrscheinlich, ne? Oh Mann, Leute. Maybe. Guck mal, da unten ist auch ein Stück Fleisch, Alter. Bei mir eine Gürtelseite da. Was ist da denn los? Das ist ein Hase. Oh, das ist ein Elch.
Ich habe schon wieder echt, das ist echt. Baumwollsamen ist auch nicht schlecht. Ein Apfel essen. Ich will ihn kurz wegschmeißen hier. Oh ne, das tun nicht. Essen. Das hier, der Baumwollsamen. Also der Schwarzbär hat zwei Pfeile gebraucht. Der andere Braunbär. Also der bräunliche, der hat drei Pfeile gebraucht. Okay. Also meine Pfeile sind jetzt weg, meine Premium-Pfeile. Du hast ja aber, wie gesagt, viele verschiedene Symptome jetzt, ne? Ja, aber gut, für zwei Viecher hat es immer noch gereicht, also alles gut. Ja, ich würde den echt gerne mitnehmen, Leute. Er ist angeschossen, wie geil. Oh, der kommt. Komm mit nach Hause, mein Freund. Komm mit. Oh, der ist schon tot. Ja, das geht wirklich schneller mit den Premium-Pfeilen, Freunde. Ihr seht selbst. So, Fett habe ich ja noch Platz, ne? Aber den Rest muss ich mal gucken. Das Fleisch und so. Oh Gott. Oh Gott, das ist aber viel, was ich hier jetzt wegschmeiß. Warte mal, ich schmeiß mal das hier weg, ne? Das hier und das hier. Geweih, das brauche ich auf jeden Fall. Rippenstück, ja, das bräuchte ich auch, ne? Noch ein Geweih. Leber. Nö. Haben wir alles, ne? Nützt ja nichts, Leute. Hauptsache, wir haben das Geweih und das, den Fettkram, ne? Das ist ein Bär, Alter, macht hier auf Welle. Shit, hat sich gerade geduckt. Ja, Freunde, irgendwie hier könnten wir ruhig ein bisschen mehr Dinger hier irgendwo in den Felsen. Was meinst du? Ja, hier Metalle an den Felsen. Ja, das stimmt wohl irrwahr. Scheiße. 0 ist das gewesen, ne? Ne, 8. Ja. Als 3 wieder. Junge, 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 Junge. Stress hier in Subsistence. Nee. Ja, und ich muss wieder was wegschmeißen hier. Ich schmeiß das Ding mal eben weg, wa? Steak. Ja, Freunde, ich habe wieder den weitesten Weg nach Hause und keiner begleitet mich. Flaschen haben wir doch eh genug, ne? Bitte? Ne, ich habe nur laut gedacht. Ja. Das ist kacke hier. Wenn du schon mal denkst, das kommt ja nicht so häufig vor. Möwe, ihr hört selbst, die Möwe, die beeft schon wieder rum hier. Ja, Freunde, ja, es liegt wieder an gewissen Symptomen. Den Bären, den schleppen wir auch noch mit nach Hause, Freunde, da kenne ich nichts. Da haben wir über 10 Fett. Weil ich will ehrlich Strom haben für die Solaranlagen. Na, das ist vernünftig. Schnell rein ins Haus. Hoffentlich haut er uns nicht noch. Oh. Jetzt geht das wieder los, ne? Oh, der Ofen ist schon wieder fast kaputt, Leute. Ihr seht selbst. Mann, was mach ich denn? Ups. Bist du hin, du Blödmann? Tun mal eben. Ah, shit, das ist ja tot gewesen, ne? Oh. Uff.
Ufte, pufte! Ist ja immer gleich wieder wegläuft, der Blödmann, also ehrlich. Es wird gleich schon wieder Nacht, ey, Freunde. Nein, bitte noch keine Nacht. Oh, der hat ja viel gehabt, wa, Leute? Boah, ich hab so ein bisschen Scheiß hier. Ich weiß immer gar nicht, wo ich hin soll. Mit diesem ganzen Kack hier. Ah, der Ofen ist ausgegangen, super. Na, ganz toll. Ja, wohl, war. Da hast du ja wieder ordentlich Gas gegeben. Nein, noch einen von den Kackdingern hier. So, der ist schon dabei. Muss mich waschen. Zun schlachten. Ja, Freunde, da hört ihr es wieder. Möwe! Ich habe nicht ein Hühnchen gesehen, ey. Das ist doch eh nicht normal, ey. Wieso denn nicht? Ich weiß es doch auch nicht. Drauf geschissen, sagt die Möwe, Leute. Habt ihr gehört? Ah, oh, shit. Ja, ich sag lieber nix. Was denn? Was ist denn nun schon wieder? Nein, ist alles toll. Wir hatten ja noch, Fischöl und grüne Pflanzen, hast du gesagt, ne? Hä? Nee. Die Möwe. Was hast du wieder gemacht? Freunde, ihr seht's selbst. Max, ich hab dir Fleisch gebraten. Freust du dich? Warum kann ich das jetzt gerade nicht glauben? Möwe! Natürlich hab ich dir Fleisch gebraten. Hier so ein Hühnchen tue ich dir im Kühlschrank, dann freut die Möwe sich. Hast du irgendeinen Mist gerade wieder gemacht? Nie nicht. Klar. Nee, also meine Verseuchung, die hatte ich vorher schon. Oh Mann, ey, nee. Ja, jetzt weiß ich es auch schon. Ja. Dreckiges Wasser getrunken. Richtig. Toll, na Leute, man wird sofort bestraft. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich habe aus Frust auch danach weiter getrunken. Das kann doch nicht angehen, ey. Nein. Was ist denn hier bloß los, Alter? Guckt euch das an. Mann, ey. Ey, du sollst die Kiste da nehmen. Ja, und sonst, wie geht's dir? Gut. Das ist schön. Sind die ganzen Sachen jetzt hier? Moment, ist da noch was weggeflogen? Alter, ist das eng hier. Komm jetzt her, du Huhn. Ich hab keine Zeit. Ich hab dich schon einmal gefangen und dann habe ich nebenbei einen Busch aufgenommen. Was ist mit dem Dreckwasser? Das ist echt eine blöde Erfindung, Mann. Bin traurig. Oh, jetzt halt an, ey, du dämliches Hühnchen. Es kann doch nicht angehen, dass hier die halbe Karte rennt wegen einem Huhn. Hm, das stimmt. Oh. Schon wieder hier Munition. Weg damit mit dem Scheiß. Ja, Freunde, ihr seht's und hört's selbst. Ach, Kaki. Alles. Oh, jetzt muss ich jetzt langsam mal zurücklaufen. Hast du ein bisschen was mitgebracht oder was? Boah, das wird dunkel, ey. Ich hasse es. Ich habe absolut gar nichts mitgebracht. Ja, der Fett. Ich bin einfach nur spazieren gelaufen. Wie immer, ne? Leg dich unter den Baum. Ich hab's ja gesagt, Leute. Ja, das ist anstrengend genug. So, Freunde, das war's wieder mit der nächsten Folge Subsistence mit der LP Schmiede und dem Mr. K. Oh, da war der Wolf. Ja. Oh, ich habe über 30 Tomaten, Leute. Schön. Ja, und ja, wir wollen jetzt mal gucken, dass wir langsam unsere Stromhaushalt hier wieder in Gange kriegen. Oder beziehungsweise, was heißt in Gange kriegen? Mal ein bisschen aufpimpen. Ja, richtig und wichtig wäre es doch diesbezüglich zu argumentieren, Leute, dass nicht hier unsere Mitspieler auf einmal hier besser dastehen wie wir. Wie sieht denn das aus, ey? Wie sieht so aus, als wenn wir hier die ganze Zeit nur rumlaufen und nichts machen würden? Das stimmt. Allerdings sieht man ja auch nicht, was wir im Haus machen. Ja, doch, ihr schon.
Aber die anderen Spieler nicht. Vulva! So.